48 junge Männer und Frauen waren am vergangenen Sonnabend etwas aufgeregt. In einer Feierstunde, die mit Gesang untermalt wurde, erhielten sie in der Aula des beruflichen Zentrums Bockhorst ihre Zeugnisse. Doch bevor es soweit war, wurden alle von Andrea Wurz begrüßt. Sie ist die Schulleiterin der Fachschule für Agrarwirtschaft, die erst vor einigen Wochen die Leitung der Schule übernommen hat. Andrea Bommerhardt als Regionalkoordinatorin im Bereich Berufsausbildung hat die Auszubildenden über die Zeit begleitet. Die haben in der Regel eine dreijährige Berufsausbildung hinter sich in landwirtschaftlichen Betrieben und haben die Prüfung in den Berufen Landwirt, Tierwirt, Pferdewirt, Fachkraft Agrarservice, Fischwirt oder Landwirtschaftshelfer bestanden. Ich denke, wir haben in diesem Jahr wieder durchschnittliche Ergebnisse mit etwa 30% guten Ergebnissen. Natürlich schaffen leider nicht alle die Abschlussprüfung, aber das ist das im Durchschnitt der Jahre, dass da einige die Prüfung nicht bestehen. Der Vizepräsident des Bauernverbandes MV, Gerd Göldenitz, hob in seiner Festrede hervor, wie wichtig eine gute Ausbildung ist. Das Anforderungsprofil habe sich in den vergangenen Jahren stark geändert. Die Landwirtschaft sei zu einer hochtechnisierten Branche geworden. Carsten Peters vom Ministerium forderte die Absolventen auf, ihre Zeit gut zu nutzen. Gratulanten gab es viele und auch Thomas Rüsch vom Agroservice und Lohnunternehmerverband gehörte dazu. Die Jahrgangsbesten erhielten ihre Zeugnisse zuerst. Dazu gehörte Pferdewirtin Alexandra Lamp, Landwirt Alexander Siewig, Landwirtschaftshelfer Kevin Krüger und Fachkraft Agrarservice Anna-Maria Jutrowski. Viele der Absolventen werden in ihren Betrieben bleiben und andere werden sicher die Möglichkeit der weiteren Ausbildung an der Fachschule nutzen.